Agrarsystem der Zukunft gemeinsam gestalten bedeutet für uns, Ökosysteme und Biodiversität mit Produktion zu harmonisieren durch digitale Technologien. Ich bin Sonoko Bellingrad Kimura, ich arbeite am Zentrum für Agrarlandschaftsforschung ZALF und koordiniere das Projekt DAKIS. DAKIS ist ein System für digitale Landwirtschaft, wo wir Informationen zusammentragen, um sehr komplexe Entscheidungen treffen zu können. Wir stellen uns die Zukunft der Landwirtschaft so vor, dass es divers und an Standort angepasst ist. Und dafür müssen wir die jetzigen Potenziale der Fläche analysieren. Wo sind Risiken, zum Beispiel Erosion oder Nitratauswaschungen oder sehr hohe Potenziale für Naturschutz, um dann Entscheidungen vorzuschlagen, wo wir die Flächennutzung verbessern können. Aber dabei sollen auch die Ökosystemleistungen, wie zum Beispiel Erosion, Bodenschutz, Trinkwasserschutz, Treibhausgasemissionenreduktion, diese ganzen Leistungen und auch die Biodiversität, dass wir die zugleich erhalten und auch fördern können. Wir arbeiten an diversen technologischen Tools, von Sensoriken, Satellitenfoto, Drohnen, Sensoren in den Boden, Sensoren auf den Traktoren, Modelle, Simulationen und AI. Alles bringen wir zusammen, um die komplexe Information zusammenzustellen und einfache, verständliche Lösungsmöglichkeiten herauszuarbeiten. Die Entscheidungen von Landwirten sind hochgradig komplex. Es ist eine Menge an Bedingungen, die berücksichtigt werden müssen. Und wir versuchen durch die Daten, die wir generieren, prozessieren und simulieren, Entscheidungshilfen zu geben. Wann sollten bestimmte Maßnahmen durchgeführt werden? Unsere Vision der Landwirtschaft der Zukunft ist, dass wir Umweltschutz und Klimaschutz gleichzeitig mit Ernährungssicherheit und stabilen hohen Einkommen von Landwirten in Einklang bringen wollen. DAKIS versucht aufgrund neuer Daten die Struktur in der Landwirtschaft zu verkleinern. Eine kleinere, diversere Landwirtschaft fördert Ökosysteme. DAKIS will das ungenutzte Potenzial neuer Technologien an die Landwirtinnen bringen. Die Landwirtinnen können auf diese Art und Weise ihre Flächen effizienter bewirtschaften und sparen dadurch auch Zeit und Geld. Mich motiviert es vor allem, dass es ein sehr visionäres Projekt ist. Man sieht in 2030 oder 2050, wie die Landwirtschaft da sein soll. Deshalb ist es sehr spannend, eine Vision zu entwickeln und zugleich die Schritte zu definieren, die wir heute machen können und auch müssen.